Willkommen zu Let's Play Portal. Crazy. Wieso? Weil du mir ins Face geschaut. Und da ist mein Blut. Oh Gott. Also den Schmarrn lenken wir hier hin und dann lenken wir den Schmarrn dahin. Im Übrigen darf diese Kugel nicht zu oft auf Wände prallen, weil sie sonst kaputt geht. Oh, und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil ich zu lahm war. Obwohl, nee, ich habe alles richtig gemacht. Fällt mir gerade so ein. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich. Und Sie sind ein hervorragender Testkandidat. Oh, süß. Danke. Schleichen uns an und... Verdammt! Viele Treffer kann ich nicht mehr aushalten. Aber es ist auch gemein. Also jetzt wird es schon echt fies langsam. Ja, wir kriegen tatsächlich die zweite Portal Gun. Und ab jetzt wird es anspruchsvoll, Leute. Weil jetzt arbeiten wir eben nicht nur mit einem Portal, sondern mit zwei. Und das macht die ganze Sache natürlich deutlich komplizierter. Da bei der weißen Fläche nochmal ein blaues Portal machen, damit wir an Geschwindigkeit dazu gewinnen. Und ich krieg das nicht gebacken hier. Meine Fresse. Ups. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Wirklich? Das finde ich gut, weil die ganzen Kameras hier, die stören mich ein wenig. Ich fühle mich in meiner Privatsphäre ein wenig eingeengt. Ja, nee, hilft nichts. Dann brauche ich dich. Dann brauche ich dich, mein Freund. Bium. Hä? Nein, habe ich jetzt... Scheiße, ich hatte wohl einen Denkfehler. Ja, ich weiß auch genau welchen. Scheiße, war das dumm. War das dumm, Alter. War das dumm. Ohne Ende. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Dein Ernst? Oh mein Gott. Naja gut, man hätte die Kugel auch zuerst hier rumfliegen lassen können. Aber die geht ja nach einer Zeit auch kaputt. Wow! Das Ding tötet einen, deswegen sollte man sich davon nicht treffen lassen. Ist es weg? Nein. Wow. Ich wusste, dass das irgendwann passieren wird. Scheiße! Denn das hier war lediglich die Einleitung, kann man sagen, zu der ganzen Story. Die Entwickler haben sich erst zu Portal 2 richtig Gedanken gemacht.